Radio 700 Weihnachtsküche. Präsentiert von der Metzgerei Steffen in Gemünd. So schmeckt Weihnachten. Hallo, ich bin's wieder, Ihre Emily Vöckler. Ich habe gestern gar nicht verraten, welches Rezept ich heute dabei habe. Mache ich aber jetzt. Maronen finden Sie auf jedem Weihnachtsmarkt und damit kann man wirklich richtig viel anstellen. Ich habe ein klassisches Suppenrezept. Wärmt zum Beispiel prima nach einem langen Winterspaziergang. Sie brauchen 400 Gramm Maronen, 750 Milliliter Gemüsefond, 3 kleine Zwiebeln, 350 Milliliter Sahne und außerdem noch 100 Gramm Butter, 125 Milliliter Milch und Salz, Zucker und ein bisschen Zimt dürfen im Winter natürlich auch nicht fehlen. Angefangen wird, wie eigentlich immer, mit dem Zerkleinern der Zutaten. Das dauert natürlich eine Weile, aber wenn man eine gute Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner hat, dann geht die Zeit auch wirklich schnell um. Die Zwiebeln und Maronen müssen wirklich sehr fein geschnitten werden und wenn das erledigt ist, werden die Zwiebeln in der Butter angeschwitzt. Nach ein paar Minuten geben Sie dann die Maronen dazu und füllen dann alles mit dem Gemüsefond auf. Und dieses Gemisch muss jetzt eine halbe Stunde bei niedriger Temperatur köcheln, also genug Zeit, um zum Beispiel den Tisch zu decken oder, ja, Ihnen fällt sicher irgendwas ein. Nach 30 Minuten geben Sie dann Milch und Sahne dazu, lassen alles nochmal kurz köcheln und pürieren die Suppe dann. Zum Schluss noch würzen und natürlich probieren. Übrigens, am nächsten Tag schmeckt Ihr Meisterwerk mindestens noch genauso gut, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen kräftiger. Und das komplette Rezept gibt's natürlich wie immer als Podcast zum Nachhören auf unserer Internetseite radio700.eu. Die kalte Zeit ist nicht nur für warme Mahlzeiten, sondern auch zum Backen perfekt. Und morgen habe ich deshalb ein tolles Kuchenrezept für Sie. Ich freue mich drauf. Jeden Tag eine neue Idee. Die Weihnachtsküche bei Radio 700. Präsentiert von der Metzgerei Steffen in Gemünd. Denken Sie auch an unsere vielen Delikatessen und Eifeler Wildspezialitäten für Ihr Weihnachts- und Silvestermenü.